Jo, ich bin der Miles. M-I-L-E-S, M-I-L-E-Z. Mein Sprühername ist Image. Ich sprühe hier in Berlin. Ja, also ich bin Ethan von der ESC-Crew. Ich bin No One. Ich bin Maler und bin Stammmitglied bei ESC. Jo, ich bin Schickse, Cold Seven, ESC Crew. Yo, also ich bin Cyril. Die ESC-Crew kommt ja eigentlich aus der DAB-Crew. Wenn ich mich recht entsinne, war das damals so, dass mein lieber Kollege No One und mein allerliebster Kollege Schickse damals, wir waren ja damals schon zusammen in der DRB-Crew. Also erstmal war es so, dass wir ja vorher, hatte ich noch eine andere Crew, DSR, die Schmierers. Dann gab es ja so eine Art Zusammenschluss so ein bisschen, da gab es eben diese Crew namens DRB. Die DRB-Crew habe ich mit gegründet. Die richtig bösen. Name war definitiv nicht Programm, weil wir eher so ein paar Softies und Weichweier waren alle, aber... Die ist dann immer weiter gewachsen. Wir sind fusioniert, da sind Leute rein und raus und so weiter. Da waren noch so ein paar andere Atzen irgendwie aus Tempelhof mit dabei. Und die hatten, glaube ich, irgendwann keinen Bock mehr zu sprühen oder irgendwas, keine Ahnung, gab irgendeinen Grund. Dadurch, dass wir aber aus verschiedenen Crews kamen und dann uns zusammenschließen wollten, haben wir dann gesagt, wir brauchen eigentlich sowas wie einen Neuanfang oder so. Und als die DRB-Crew dann irgendwann keine coolen Pieces hatte, mehr, da haben wir gesagt, wir müssen die Buchstaben ändern. Weil DRB, die waren auch alle so gleich und war irgendwie, sah nicht geil aus, hat man keinen Bock mehr drauf gehabt, haben wir gesagt, okay. Dann wird es ab jetzt DRB und DSR nicht mehr geben, sondern wir machen eine neue Crew daraus. Zwei Crews zu haben ist ja auch nicht schlecht vielleicht. Haben wir, glaube ich, sogar eine Zeit lang irgendwie ESC und DRB parallel gemacht. Und da waren eigentlich fast alle aus der alten DRB-Crew dabei. Und auf dem Weg sind noch ein paar andere dazugekommen. Ja, in die Crew bin ich durch Cyril gekommen. Cyril hat mich, der war auf meiner Schule und der hat mich eigentlich allen anderen vorgestellt damals. Und ich war, glaube ich, noch ganz kurz in DRB drinne, so für vielleicht ein paar Wochen oder so habe ich DRB-Text gemacht, da kann ich mich dran erinnern. Und dann war schon ESC am Start und dann bin ich auch bei ESC gewesen. Ich würde sagen, 95, 96? Jo, das war auch, müsste auch 96 tatsächlich gewesen sein. Durch No One und ihn habe ich auf einer coolen Skireise kennengelernt. Wo der No One in meine Klasse gekommen ist als Schulwechsler. Und ja, wir haben uns auf jeden Fall super verstanden von Anfang an. Und da er schon so ein bisschen im Business drin war, sage ich mal, hat er mich da mitgezogen und ja, es war auf jeden Fall, waren wir gleich auf einer Wellenlänge und das hat auf jeden Fall sofort gepasst und dann war das Feuer entfacht.
auf ESC damals gekommen sind, weiß ich, habe ich echt keine Ahnung mehr. Und die Buchstaben? Müsste ich mir jetzt irgendwas aus dem Finger saugen. Und es ging um die Buchstaben. Am Anfang war es wirklich eher eine Entscheidung, was für Buchstaben man irgendwie feiert und was einfach geil aussieht. Es ging echt um die Buchstaben, weil damals hat original jeder gemalt. Jeder, den ich kannte, hatte mal einen Stift in der Hand. Wirklich jeder. Und eine Buchstabenkombination zu finden, die sich gut hat taggen lassen, die irgendwie geil war und die keiner hatte, die gab's nicht. Und dann haben wir eben zusammen, ich glaube, Schicksal. Lass mich nicht lügen, aber ich glaube, ich habe diese Buchstaben das erste Mal vorgeschlagen. Ich weiß es nicht mehr. Züre vielleicht auch. Keinen blassen Schimmer. Hat ja sich diese Buchstaben. Oder wir haben zusammen abgestimmt. Ganz genau weiß ich es nicht mehr. Und ich glaube, das war eher der Grundgedanke. Ich glaube, relativ schnell klar war, dass wir das. Ich glaube, die ursprüngliche Bedeutung war International Style Crew. Was wieder totaler Bullshit war, weil wir halt sowas von überhaupt nicht international waren. Fake it till you make it, ne? Und ja, so kam das. Und dann haben wir irgendwann, glaube ich, war DAB dann komplett tot und dann gab es nur noch ESC. Und dann haben wir kräftig Leute rekrutiert. Da war ich irgendwie einem armen Bomben gewesen und war irgendwo auf der Leine unterwegs gewesen und habe dann halt irgendwo gesehen, dass da so ein Bild gekostet war oder irgendwie sowas. Und dann habe ich einen Kumpel angerufen und habe ihm dann gesagt, hier und da ist was gekostet worden. Und dann meinte er, jo, okay, alles klar, dann machst du es wieder weg und bist jetzt in der Crew drin. Hast du da weggemacht? Gar nichts. Ich weiß gar nicht mehr, wo das genau gewesen ist. Und ja, bin da jetzt im Prinzip schon seit, weiß ich nicht, vielleicht 10 Jahren. Ja, die Crew ist so ein bisschen Familie geworden. Yo, ESC. ESC. ESC, was kann man daraus noch machen? Ja, ESC habe ich ja vorhin schon erzählt. Ursprüngliche Bedeutung, bin mir relativ sicher, dass wir die ursprüngliche Bedeutung auf International Style Crew festgelegt hatten. Weil wir so krassen Style hatten und voll international waren. Ja, und dann später. Auf jeden Fall Intelligent Sexy Cool. Intelligent Sexy Cool. Intelligent Sexy Cool. Das traf auf jeden Fall weitaus mehr auf uns zu, weil wir auch alle extrem gut aussehend waren. Definitiv. Waren wir alle sehr sexy damals. Extrem cool waren und ein paar von uns sogar Abi gemacht haben. Außer intelligent, sexy, cool bedeutet ESC. Das ist, ich würde fast sagen, wie ein Wort ist, was für uns als Crew einfach bedeutet, gemeinsam irgendwie was zu machen, Aktionen zu machen oder zusammen irgendwas zu unternehmen. Sprühen gehen. Lustige Aktionen. Mal nicht sprühen gehen, mal so treffen. Alljährliche Grill-Sessions. Krasse WhatsApp-Gruppe. Verschiedenste Charaktere treffen da aufeinander. Also von dem, was es heißt. Immer seine Crew. Ja, und das ist auch Programm. Oder Inside Still a Child, was mein Lieblingsding war. Keine feste Bedeutung, es ist total variabel. Oder I-Scheiße. Wer hat das gemacht eigentlich, den I-Scheiße-Ding? War doch bestimmt wieder Imago, die Sau. Nee, es war doch bestimmt Ethan, oder? Der hässliche Alter. Der macht doch immer sowas, oder? Sag mal ganz, wer war das? Chasing rabbits, and you know you're going to fall. Tell 'em a hookah, smoking caterpillar, has given you the call, Alice.
Das ist eine gute Frage. Irgendwie habe ich schon immer gewusst, dass ich das wollte. So. Ich weiß noch, ich habe mit meinem großen Bruder und ein paar Sandkastenkumpels habe ich eine Gang aufgemacht. Mit Graffiti in Berührung bekommen bin ich mit dem, eigentlich, das war in der 6. Klasse. Da bin ich durch die Weddinger Straßen gerannt mit Schuhcreme, Weißer und Edding. Und zwar, nachdem wir Beat It gesehen haben von Michael Jackson im Fernsehen, Alter, da war ich 8. Und die hingen da alle in so geilen Gangklamotten rum. So, das wollten wir auch. Deshalb wollten wir eine Gang aufmachen. Wir hatten einen Namen und alles. So, alle wollten diese Jacken haben, die wollten alle Kutten haben. Bewaffnet mit meinem großen Homie. Da war so ein Typ, der war natürlich ein paar Klassen über uns, ein bisschen, ganze Stückchen cooler als wir. Zeus hieß der. War damals ein richtig bekannter Graffiti-Sprüher in Berlin. Und der hat mir meinen Namen gegeben erstmal. Und in der Hofpause haben wir kleinen, uncoolen Sechsklässler mal mit ihm abgehangen und wollten so cool sein wie er. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich bin zu Karstadt gegangen und habe mir einen Marker geklaut und wollte Tags machen, weil so habe ich das im Fernsehen gesehen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, jetzt probiere ich das auch mal mit dem Taggen. Und da haben wir erstmal an die Häuserblocks getaggt, so gut ich konnte zumindest, also ganz unmäßig. Das Problem war, die Scheiße war abwaschbar. Ich habe da irgendwie so ein Tafelmarker mir mitgenommen, so. Hab Tags gemacht, waren am nächsten Tag, hat es geregnet, war alles weg. War am Anfang ungefähr so erfolgreich wie mit dem Skaten, nämlich gar nicht. Und dann fand ich Graffiti scheiße, Alter. Fand ich mega abtören, so, weil ich habe alles vollgemalt und nichts verübt. Und ich wollte ja, dass unsere Gang bekannt ist. Hat keinen interessiert, weil war am nächsten Tag weg. Hätte ich gerne irgendwie was, noch mal ein Foto gehabt, aber war weg. Wenn ich jetzt mich richtig erinnere, müsste das... Warte mal, wann sind die Amis in den Irak eingewandert? 1991. 90, oder? 1991. 91. 91 muss das gewesen sein. 91, ja. Also ich glaube, so meine ersten Skizzen habe ich so 92 gemacht, angefangen. Und mein erstes Piece habe ich 93 gemalt. Also original angefangen habe ich eigentlich 94. 95? Müsste auch 96 tatsächlich gewesen sein. 2002, 2003 irgendwie so. Andere Namen, ob ich andere Namen hatte, ja. Ich hatte schon einige Namen, ja. Ich hab zur Zeit auch noch andere Writer-Namen. Alter, ich hatte auf jeden Fall sehr, sehr viele Namen. Angefangen mit Bron, Simpson. Ja, Rouge und... Cold Seven is CQ. Pittore, Maler auf Italienisch. AG, Agent. Chronic. Chlor. Death. Hermes. Citro. Home habe ich mal eine Zeit lang gemalt. Was habe ich noch gemalt? Schicksal. Dann war ich auch noch mal ganz viele andere Namen. One Up. Osmo. Robson, glaube ich mal. Keine Ahnung, wie ich auf den Namen gekommen bin. Petro habe ich mal gemacht. Eine Zeit lang war ich auf einem Love-Film irgendwie, habe Love gemacht. Das waren halt dann so ein paar Ausreißer. Man probiert sich halt immer wieder an neuen Buchstaben aus. Bevor dann halt Miles kam und das auch dann ein zufriedenstellender Name war. Aber hauptsächlich sprich ich eben Mage. Ja, dann war ich schon Ethan. Also No One war so mein Hauptname. Ich glaube, Syre war halt mein Hauptname. Als ich angefangen habe, deswegen nennen mich alle auch No One. Das Problem mit Syre war, dass die meisten halt keinen blassen Schimmer hatten, wie sie den aussprechen sollten. Aber irgendwann habe ich mir gesagt, so die zwei N's und die zwei O's und das E, das ist, da geht noch ein bisschen mehr. Am liebsten grüße ich immer Leute. Okay, nächste Frage.
Sound of the Police. Whoop, whoop. That's the sound of the Beast. Whoop, whoop. That's the Sound of the Police. Whoop, whoop. That's the Sound of the Beast. Ja, ich wurde schon mal gebastelt. Aber eigentlich will ich das gar nicht erzählen. Also im Prinzip ist man ja immer auf der Flucht. Gebastelt wurde ich. Knallhart gebastelt und erwischt. Ja, ich wurde schon gebastelt. Da wurden wir dann, 96 wurden wir dann gebastelt. Richtig gebastelt wurde ich halt einmal in Schwerin. Also ich wurde gebastelt, ziemlich spät. Also ich war auf jeden Fall mal der, der das meiste Glück hatte. Ja, mich hat eigentlich kein Bulle erwischt. Oder zu schnell war, oder eine Mischung aus beiden. Also ich wurde gebastelt, ziemlich spät, ja, mich hat eigentlich kein Bulle erwischt, ja, bis ich irgendwann mal gechillt zum Studio zum Aufnehmen gefahren bin und an der Bushaltestelle stand und da rumgelungert habe, irgendwo, Grenze Wedding-Reiningdorf, und ich natürlich Langeweile hatte und ich einen Stift dabei habe und erstmal einen Tag mache auf den Sitz. Und wie ich da so tagge, steigen auf einmal so zwei Gestalten aus dem Auto aus, das genau gegenüber von dieser Bushaltestelle parkt, ja, und sind natürlich Zipfen, so. Und da wurde ich gebastelt, und das ist auch meine einzige Aktion, wo ich gebastelt wurde. Ansonsten haben die Bullen mit mir nichts zu tun gehabt, ja. Richtig gebastelt wurde ich halt einmal in Schwerin. Bei einer kleinen Dosentag-Aktion, die dann so von vorne bis hinten eigentlich richtig missraten war am Ende, weil erst die Dose einen Overkill hatte, das heißt, man war auf jeden Fall erstmal ein bisschen voll gesüfft. Dann wurden wir dabei beobachtet, haben uns aber nichts dabei gedacht, sind zurück zum Auto gegangen, wollten eigentlich nur noch abhauen so. Jedenfalls ist die Person, die uns da irgendwie gesehen hat, beobachtet hat, keine Ahnung, ob das irgendwie ein Polizist außerhalb des Dienstes war oder ein Hobbypolizist, keine Ahnung. Jedenfalls ist der auch in sein Auto schnell eingestiegen, ist uns irgendwie hinterhergefahren, und in der Altstadt von Schwerin haben wir uns quasi da in den 30er-Zonen richtige Verfolgungsjagd mit dem geleistet. Anscheinend hat er auch während der Verfolgungsjagd hat er anscheinend auch irgendwie die Bullen angerufen. Jedenfalls nach irgendwie 5 Minuten Verfolgungsjagd haben uns dann 3-4 Polizeiautos quasi an so einer kleinen Kreuzung da, also die Kreuzung dicht gemacht. Dann war die Verfolgungsjagd vorbei und ja, dann begann halt das übliche Prozedere. Man wurde halt kontrolliert, aus dem Auto rausgeholt. Mein Kumpel, der dabei war, der war halt ein bisschen vorbestraft, sag ich mal. Der hatte schon, gegen den lief halt noch ein Verfahren wegen, ich glaube, bewaffneter Überfall auf den Kiosk oder irgend so einen Scheiß hat der da gemacht. Jedenfalls haben sie den richtig auseinandergefilzt, auf den Boden gelegt, jede Ritze durchsucht, während ich irgendwie im Auto chillen durfte und Apfelringe gefressen habe. War so alles so ein bisschen so typisch halt, sag ich mal. Wir waren da 18 oder so, es war halt so eine typische Aktion. Vorher noch im Auto, also bevor wir gemalt haben, noch im Auto eingekifft. Das ganze Auto hat gestunken, das Gras lag da irgendwie im Handschuhfach. Die Dosen hatte ich irgendwie in der Innentasche von meiner Jacke. Während ich da erstmal durchsucht wurde, wurde ich gar nicht so genau durchsucht. Also die hatte ich die ganze Zeit irgendwie in der Innentasche. Wollte die auch die ganze Zeit irgendwie so undercover loswerden, während er draußen untersucht wurde, aber ein Bulle hat die ganze Zeit so ein bisschen ins Auto gestarrt. Also ich habe irgendwie die ganze Zeit überlegt, wie kann ich jetzt aus der Innentasche diese Dose vielleicht unter den Sitz befördern. War irgendwie nicht möglich, dann sind wir mit denen aufs Revier gegangen. Da wurde dann natürlich irgendwann auch die Dose in der Innentasche gefunden, war ja klar. Keine Ahnung, haben wir da noch eine Nacht auf dieser Zelle da abgesessen. Und im Endeffekt konnten die uns gar nicht genau sagen, was wir da für einen Tag auf dieser Wand gemacht haben. Irgendwie sind sie auf die Idee gekommen, ich wurde dann beschuldigt, ich habe dann alles einfach so auf mich genommen, weil ich die Dosen hatte, und dann hieß es am Ende, ich hätte den spektakulären Tag No Nasen gemacht. Das ist tatsächlich der Tag, der mir dann irgendwie vorgeworfen wurde. Keine Ahnung, ich habe das halt alles so geleugnet und meinte, so ein Quatsch würde ich nicht machen und so. Und am Ende habe ich irgendwie 150 Euro in einen gemeinnützigen Verein gezahlt und damit war das dann auch gegessen. Also ich sag mal, die ganze Aktion vorher war dann viel spektakulärer als das, was man am Ende da für eine Bestrafung bekommen hat.
Jo, das war's. Und ansonsten wurde ich, nee, habe ich nur mitbekommen, wie Mala mal beim Scratchen gebastelt wurde, während sie mich nicht beachtet haben. So ganz knallharte Aktionen mit Weglaufen hatte ich jetzt nicht gehabt. Wenn, dann wurde man knallhart gebastelt und erwischt. Oder man hat halt rechtzeitig irgendwie gemerkt, dass man halt weg muss und dann war man weg. So, ganz einfach. Ja, da habe ich im Bus gesessen, bin irgendwo zum Sport gefahren oder so, habe einen Kratzstein ausgepackt und habe die Busscheibe voll gekratzt. Und dann kam der Busfahrer nach hinten und hat mich dann halt irgendwie da gesehen, wie ich da an der Scheibe kratze. Und dann ist er nicht mehr weitergefahren, hat die Polizei gerufen, dann bin ich mit der Polizei und dann wurde es halt so, wurde man das erste Mal auch straffällig. Dann wurden die Eltern in Kenntnis gesetzt und dann wurde man damit mal so ein bisschen konfrontiert, was es eigentlich heißt, da irgendwie so Sachschaden zu verursachen. Ja, ich wurde schon gebastelt, aber eigentlich ist dabei nichts rausgekommen. Also ich wurde beim Clown, Edding-Tusche-Clown gebastelt bei Karstadt. Ja, und weiß ich nicht, von 6 Tuschen, die ich in der Tasche hatte, wurden 4 gefunden. Und für die wurde ich dann verurteilt. Da habe ich Strafkundenstunden bekommen und einmal beim Malen gebastelt. Beim Malen ja eigentlich zweimal, eigentlich immer beim Schmieren. Und das eine Mal konnte ich sogar meinen Stift, nee, ich habe dreimal wurde ich gebastelt. Zweimal konnte ich meine Sachen wegschmeißen vorher und bin gebottet. Und einmal habe ich, habe ich unter vielen Namen mir dann einen ausgesucht und alles gut gegangen. Habe ich, glaube ich, auch Strafstunden bekommen und ist nie, hat nie meinem Lebenslauf geschadet. War auf der Straße beim Bus, an der Bushaltestelle, als ich auf den Bus gewartet habe. Also ich war ganz am Anfang, als ich angefangen habe, 93, war ich illegal unterwegs mit meiner DSR-Crew damals und da wurden wir dann 96 wurden wir dann gebastelt, was eine ziemlich unangenehme Aktion war und dann habe ich erstmal relativ lange gar nicht illegal gemalt und habe dann erst wieder ziemlich viel später angefangen überhaupt wieder illegal zu malen, weil es dann irgendwann, es war dann einfach so, dass man, glaube ich, diese Bastaktion einen dann doch ganz schön so mitgenommen hat und dann man gesagt hat, dass ist es eigentlich nicht wert, so wenn man rausgeht malen und dann diesen, vielleicht zu riskieren, da irgendwie was sich zu verbauen oder ich, keine Ahnung. Und irgendwann ist es aber dann auch so, dass man mit der Zeit auch wieder so ein bisschen so merkt, okay, so, also wenn man mal, sollte man mal gebastelt werden, ist es vielleicht auch nicht so super schlimm, weil wenn man jetzt kein übertrieben krasser Writer ist, der irgendwie 10.000 Tags und Pieces hat, dann wird dadurch nicht unbedingt alles den Bach runtergehen. Also ist auf jeden Fall so, dass man dann irgendwann wieder ein bisschen lockerer wird oder eben bei mir das so passiert ist und dann die illegale oder dieses illegal malen zu gehen auch einen wieder gereizt hat.
gebastelt wurde? Es war Silvester. Gott, ich weiß gar nicht mehr welches. Keine Ahnung. Lass es. Also es war auf jeden Fall vor 2000, lass es. Ich glaube 97 war es. Habe ich sogar noch die ganzen Unterlagen und so weiter. Wir haben ein riesengroßes ISC gemalt. Das war irgendwie, weil die Party war in der Kartbahn vom Kumpel. Irgendwie, der fuhr immer so Go-Kart-Zeug im Verein so und hatte da das Vereinshaus. Da haben wir Silvester gefeiert. Und um die Ecke waren so ein paar, weiß nicht, ich glaube, es war die Außenfassade von einem Schwimmbad hin zur Straße. Ich habe gemalt, Zürre sollte checken. Und irgendwann sehe ich, dass er neben mir steht und füllt. Und ich habe ihn noch angehauen und gesagt, du Scheiße, du sollst checken. Ja, ist Silvester, hier kommt keiner. Und in dem Moment, als er das sagte, ging hinter uns irgendwas in die Eisen. Und es waren die Bullen. So, und hinter mir stand auf einmal eine Wanne. Wir sind beide abgehauen. Es war im Winter, es war arschglatt. Ich hatte irgendwie meine alten Sneakers an. Ich hatte kein Profil und nichts. War nicht sehr erfolgreich, die Flucht. So. Die haben mich dann echt gebastelt. Interessanterweise gab es für mich nie eine Hausbesuchung. Die sind nicht nach Hause gekommen. Die haben meine Personalien aufgenommen, haben mich nach Hause geschickt. Ich bin gegangen. Und das war's. Wurde dann auch eingestellt, weil ich hab denen irgendwas erzählt. War dann cool. Aber das da, wo ich gebastelt bin. Der Typ von der Soko war sogar ganz cool. Der hat mir die Adresse rausgesucht von dem Besitzer, beziehungsweise dem Verwalter oder irgendwas. Und da bin ich dann zu dem hingegangen und der hat mich dann dafür bluten lassen, Alter. Der hat quasi meine Sozialstunden, die mir theoretisch hätten aufgebrummt werden können, von sich aus aufgebrummt. Und ich war sein beschissenes Scheiß-Grundstück am Wannsee. War ich irgendwann im Herbst, bin ich vorbeigefahren und habe von früh bis spät seinen ganzen schäbigen Garten gehakt. Und ich kann mich noch erinnern, der Typ hat da einen auf Hugh Hefner gemacht und stand da im Bademantel und in einem Shampoo und hat mir zugeguckt und hat sich original zwei Nutten kommen lassen, Alter. Während ich das ist kein Witz, Alter. Das hat er, und ich habe draußen gehakt. Ohne Essen, ohne irgendwas, den ganzen Tag. Und als ich dann seinen scheiß Garten fertig hatte, bin ich gegangen und er hat keine Anzeige erstattet. Und so bin ich das Verfahren eingestellt worden. Nicht mal irgendwas, sondern eingestellt. Also ich war auf jeden Fall mal der das meiste Glück hatte. Oder zu schnell war. Oder eine Mischung aus beiden. Nee, eigentlich nie wirklich. Ich bin immer mit einem blauen Auge davon gekommen. Auch mal so schön dem Pot über die Schippe gesprungen. Da gab es auch ein paar Situationen. Ich glaube, das fand ich krasser als irgendwie Bullen-Action und so. Und Botten, ich meine, da gab es so Sachen, irgendwie stundenlang irgendwo in einem Gebüsch gelegen, bei minus 20 Grad im Schnee. Dann aufgestanden, nach Hause gelaufen, dann sind die Sachen am Körper gefroren. Ich bin wie ein Roboter durch die Stadt gelaufen. Oder was ich krasser fand, war, glaube ich, so meine Situation, wo wir über eine Brücke abgehauen sind. Und dann habe ich dahinter überlegt, so, wo kriegt eigentlich die S-Bahn den Strom her? Und dann ist mir bewusst geworden, oder ich glaube, der Kollege hatte damals gesagt, ja, das sind die Schienen mit den gelben Streifen drauf. Und dann wäre ich echt ohne Scheißbeine auf eins von den Dingern vorher draufgetreten. Also das waren, glaube ich, so eher so die krassen Stories, wo ich, ja, mich dran erinnere. Das war auf der Line, genau. Ansonsten halt, was halt so auf jeden Fall eine lustige Story auch war, aber wir hatten irgendwie einen Klassenausflug und ich wollte irgendwie nachmittags nochmal hingehen. Ich bin irgendwie mit so ein paar Klassenkameraden damals ins Karstadt rein, glaube ich, war das oder so. Hab ein paar Dosen da gerackt und wurde natürlich direkt gebastelt. Und dann weiß ich nicht, wie ich es geschafft habe, aber ich habe den Typen echt davon überzeugt, dass ich die Dosen in einem anderen Karstadt gekauft hätte. Und der hat mir das ernsthaft geglaubt. Oder ich glaube, die wollten mich dann irgendwie überführen und hatten gedacht, okay, sie vergleichen irgendwie die Seriennummern und die müssen irgendwie stimmen und bla. Und wenn das stimmt, dann haben sie mich
und dann können sie mich irgendwie an die Bullen ausliefern. Und dann war es aber so, dass die nicht über mich eingestimmt haben und dann mussten sie mich wieder gehen lassen. Das Lustige war, dass ich dann irgendwie aus dem Raum wieder raus sollte und mir, während ich mich mit dem Kaufhausdetektiven irgendwie gerangelt hatte draußen, war mir die eine Dose, die ich in der Hose reingesteckt hatte, so in der Hose, so runtergerutscht und so in die Kniekehle. Da steckte die so fest in der Kniekehle. Und dann bin ich dann so rückwärts, wie so Slapstick-mäßig, so rausgerumpelt aus dem Büro von dem Kaufhausdetektiven. Und er dachte so, was ist das für ein Typ? Totaler Freak, ey. Coming straight from the sewer. I figured the beast, the rough slang, slinger, dinger, ding, look at me swing it like a swinger. I figured the rock, the figured the microphone, I'm phone to rock it, don't jock it. I'm figured the quick, figured thick, yo, drop it. I'm filming a flap, so check out the rap, skill, ill, ain't it? I figured the fire, the funk, to give me a track so I can drain it, or drain it, like Drano, get Mako, cause I'm a rhymer. I stick it in storm, the cup like a diner. Sink it, this one, figured it, finger, fourth leg, lock, hot, took, spit, can I rock? The finger licking, kicking the crispy chicken, spicking the spark, the making the black style is what I'm kicking. So next up, I kick it, they call my nigga with the slang, the idiot the ill from Quaker, the speaker. Die beste Aktion. Außer jetzt hier auf der Brücke zu sitzen und ein Interview zu machen. Eine denkwürdige Aktion gibt es auf jeden Fall und es gibt auch eine beste Aktion. Zwischen kompletten Wahnsinn, bescheuerte Aktionen im Nachhinein natürlich. Also kann man als erwachsener Mann da nur noch den Kopf schütteln? Allgemein Aktionen, sag ich mal, gab es sicherlich viele, die denkwürdig waren. Also müsste man wirklich nochmal ganz genau drüber nachdenken, welche jetzt tatsächlich, also da gab es einfach so viele. Damals war das eine lustige Zeit und wir hatten, glaube ich, alle eine gute Zeit. Ich meine, es gab so viele coole Aktionen. Ich glaube, da würde mir jetzt spontan das Krankenhaus einfallen. Das Westend-Krankenhaus? Ja, weil wir da einfach uns ausleben konnten, ne? Und unsere Ruhe hatten. New York streets where killers are walk like Pistol Pete and Pappy Mason. Gave the young boys admiration. Prince from Queens and Fritz from Harlem. Street legends, the drugs kept the hood from starving. Pushing cars, Nicky Bars was the 70s. But there's a long list of high profile celebrities worldwide on the thorough side of things. Live as kings, some died, one guy, one time, one day grasped. As I'm about to blast heat, 40 side of burning, I turn well, he asks me, what you up to, the cops gon' bust you. I was a teen, drunk or brute, stumbled, I wondered if God sent him. Cause two squad cars entered the block and looked at us. I ain't flinched when they watched, I took it upstairs, the bathroom mirror. Brushed my hair, staring at a young disciple. I almost gave my life to what the dice do. Yeah, man, throwing them bones. Hoping my ace get his case thrown. His girl ain't wait for him, she in the world straight. Als wir Backjumps machen wollten, S-Bahnhof Schlachtensee, also nicht auf der Seeseite, sondern auf der anderen Seite, und da sind wir halt durch dieses Waldstück gelaufen und da ist der Miles einfach mal verschwunden gewesen für 3 Sekunden. Da hat dann Gullideckel gefehlt und er ist in dieses Loch gefallen und ich glaube, er hat dabei auch noch seine Caps verloren. Die er von mir sozusagen auch hat, also meine Caps waren auch dabei und das haben wir dann am Zug, glaube ich, festgestellt, dass wir gar keine Caps hatten und dann hat sich die Sache wieder erledigt und wir sind nach Hause gefahren. Also ich glaube für mich, das was am, was, wovon ich doch sehr lange noch irgendwie einen freudigen Gedanken hatte, klingt das geil. Also, wo ich doch sehr gerne noch an eine Aktion, an die ich sehr gerne zurückdenke, ist eine lange Nacht voll Graffiti-Spaß mit Image und Ethan auf der Line. Dann sind wir erstmal Mal abends, wollten eigentlich nur ein Piece malen, illegal an der
Karl Bonhoeffer Nervenklinik. Da sind wir dann mit der S-Bahn dann rausgefahren. Ich glaube, das war schon, ich weiß nicht, so die vorletzte, naja, so zwei, drei Bahnen sind dann vielleicht danach noch gefahren. Wir haben dann da so ein Fies an diese Schallschutzmauer da gemalt. Das hatten wir uns schon vorher überlegt, was wir da machen wollen. Und dann sind wir zurück zum Bahnhof, haben da den ganzen Bahnhof so ein bisschen destroyed. Und dann ist aber, irgendwie haben wir dann die letzte Bahn verpasst zurück. Dann haben wir gesagt, komm, wir laufen jetzt zurück. Und es waren, glaube ich, 6 oder 7 S-Bahn-Stationen. Am Ende sind wir dann die ganze Line, also war Betriebsschluss, wir sind dann auf den Gleisen, ich glaube, zwischen drei oder vier Stunden lang zurückgelaufen. Hatten dabei, ich glaube, jeder hatte eine Tasche dabei mit 20 Dosen und 2 Farbeimer. Und dann haben wir da am Ende 5, 6 Line-Pieces gemacht in der Nacht und noch 3 Güterzüge, die da auch zufällig standen, an der, wie heißen das da, Schönholz, genau. Haben noch 3 Güterzüge gemalt und dann sind wir irgendwie am Morgen um 5 Uhr nach Hause, jeder für sich, und haben dann da, es war auf jeden Fall eine sehr intensive Nacht auf der Line. Ja, da war auf jeden Fall lustig, fand ich auf jeden Fall die Aktion mit Ethan, wo wir irgendwo da in Wedding an irgendeiner komischen Brückenvorsprung da auf 4-5 Meter Höhe an der Kreuzung gemalt haben, und dann kam halt auch irgendwie irgendein Passant unten da vorbei mit dem Fahrrad und hat uns dann, während wir gemalt haben, gefragt, wo es irgendwo hingeht. Das fand ich auf jeden Fall irgendwie ganz amüsant so. Oder auch mit Ethan, das war ja damals mein Bombing-Partner, wo wir beim Huckleberry Peace irgendwie im Auto saßen, nach der Aktion irgendwie auf so einem Parkplatz und dann auf einmal gemerkt haben, dass irgendwie 2 parkende Autos weiter irgendwie ein Bullenwagen war. Und wir dann irgendwie voll auffällig, panisch erstmal uns geduckt haben im Auto und irgendwie die Dosen unter den Sitz gekramt haben und so völlig auffällig, aber irgendwie haben die anscheinend auch gar nicht ein Interesse für uns gehabt. Ich glaube, die waren da auf irgendwas anderes aus. Das war auf jeden Fall auch im Nachhinein so ein bisschen amüsant, dass man so kurz nach dem Malen irgendwie ins Auto sich setzt und 2 Autos weiter stehen die Cops und man denkt so, shit. Also ich fange einfach mal mit der besten Aktion an. Ich glaube, die beste Aktion ist Train malen gewesen, wo ich irgendwie vorher mit den Jungs den Schacht irgendwie klar machen und präparieren und dann warten, bis die Uhrzeit stimmt, und die haben alles abgecheckt, wie lange das dauert und wann man da malen kann und so. Und dann sind wir runter in den Schacht und haben halt einen Train gemullert und ich habe einen T2B gemalt, fast end-to-end, von dem es, glaube ich, irgendwo ein Bild gibt, was nie aufgetaucht ist. Ich glaube, bei Rot ist das irgendwo in seinen Gefilden verschwunden. Das ist einer meiner, glaube ich, schönsten Aktionen, die ich so hatte früher. Und dann hatte ich eine übelste Nacht. Ist aber nicht dieselbe Nacht, von der No One erzählen wird. Die Nacht, von der ich erzähle, die hat mich danach 3 Tage gekostet, dass ich wieder klarkam. Ja, da haben wir, weiß ich nicht, da sind wir durch halb Berlin gelaufen, glaube ich, und haben irgendwie Swaps gemacht und Tags, und danach war einfach alles vorbei. Da habe ich nur noch im Bett gelegen und kam gar nicht mehr klar. Ich weiß gar nicht, wie viele Pieces wir da gemalt haben. Checkt einfach mal die Files, keine Ahnung. Muss man mal checken. Also das waren auf jeden Fall so meine. Ja, dann gibt es noch eine geile Aktion. Also ich habe schon eigentlich ziemlich viele geile Aktionen, wenn ich jetzt so überlege. Mein One-Night-Stand-Rooftop ist eine geile Aktion gewesen, weil da war auch jemand mit dabei, der mit Graffiti gar nichts zu tun hatte. Und der saß auf der anderen Seite vom Dach, über das ich rübergeklettert bin. Er hat sich erstmal so in die Hosen gekackt, dass er da drüben 2 Schachteln Kippen vor lauter Schiss geraucht hat, ja, in der Zeit, wo ich da auf der anderen Seite das Rooftop gemacht habe. Ja, das war auch eine coole Aktion. Und ja, die denkwürdigste Aktion ist einfach Karlshorst, ISC mit 2 Totenköpfen, wo irgendwie Big Homie Deon überhaupt nicht klar kam, ja, und
weiß ich nicht, wie viele Stunden der da gemalt hat, bis wir mittlerweile so am Ausrasten waren, dass wir auf der Line mit dem Fahrrad gefahren sind. Also auf diesen Steindingern neben der Line sind wir Fahrrad gefahren vor einer Weile und haben einfach nur da rumgespastelt, ja. Und der immer rauf auf die Leiter, runter von der Leiter und anstatt der mal ein Fettcap mitbringt, hat der nur Skinnies da am Start und macht da seine Kunst und sieht ja auch geil aus, aber ich meine, irgendwann muss man ja auch mal wieder klarkommen, wa? Wir sind ja nicht 1980 irgendwie, wo man da 2,5 Stunden auf der Leine chillt mit einem Piesmann, sondern wir haben irgendwie 2000 was weiß ich nicht. Also keine Ahnung, ja Leute, das ist die denkwürdigste Aktion, die ich glaube ich je in meinem Leben hatte. Ja, also das ist... kann man wohl so sagen. Ja. Hey, es gibt so viele Aktionen, die mir da noch eingefallen sind. Wir müssen uns mal hinsetzen und Aktionen alle erzählen zusammen. Hey, da gibt es so geile Sachen. Ja. Mit Image habe ich auch geile Sachen gemacht und so. Ja, weiter. Fällt mir spontan nichts ein, aber so. Das Schlimme ist, glaube ich, eher dieses Gefühl, dass man immer noch so manchmal denkt, so man würde gerne noch mehr machen. Und noch krassere Sachen und noch mehr Erlebnisse irgendwie für sich so mitzunehmen. Und ja, mir fällt jetzt spontan so, ich mag mal die Hall-Aktion auf jeden Fall, die New York Sessions. Und die US Christmas Mal-Aktion. Weil es so ein bisschen so Rituale sind und man gewöhnt sich dran und wird immer so ein bisschen, man spielt sich immer mehr ein. Ja, und ich würde eigentlich das auch mit als die besten Erlebnisse so für mich verarbeiten. Also am meisten war jetzt eigentlich die 20-Jahr-Feier, die war der Hammer. Das Riesen durch Kies so. Aber wir waren so oft verreist so. Nein, nicht so oft, aber 3, 4, 5 Mal eigentlich. So, das ist ewig her. Müssen wir echt mal wieder machen. Das war echt immer der Hammer. Waren wir alles in Brandenburg, in Halle. Noch so eine andere Jam. Wir irgendwo auf dem Boden in irgendeinem komischen, keine Ahnung wo, geschlafen haben und so. Das fand ich alles ziemlich cool. Ich war mit Quirin, war ich und stand ich auf der Line. Das war krass. Da war hinter uns die Mauer. So, und die haben wir gemalt und die war am Ausgang vom Tunnel. Und immer wenn ein Zug kam, ist er halt direkt vor der Fresse vorbeigezogen. So, und ich kann mich noch so gut daran erinnern, dass es so einen komischen Sog hatte. Weißt du, du standst da und irgendwie hat dieser Zug dich so in die falsche Richtung gezogen. Du wolltest eigentlich nach hinten, aber du bist irgendwie immer so nach vorne. Und das sind so eine schemenhaften Bilder, die ich noch irgendwie so in Erinnerung habe. Wie ich irgendwie mit den ganzen Jungs irgendwie unterwegs bin, am Arsch der Welt irgendwie, im Wedding, und da irgendwie alles vollgebombt haben. Aber was jetzt so die eine denkwürdigste Aktion war, man, fand ich so, eigentlich, doch, ich glaube, ich weiß es, Alter. Ich glaube, ich weiß es. Nämlich wie so aus dem, wir haben alle nicht so richtig mehr Bock, wie das so ein Aufbruchding war, als diese als alle online waren plötzlich, als wir diese Seite hatten und auch dann später als Street Fights da war, als alle gemerkt haben, ey, die alten Bilder sind alle gepostet, was machen wir denn jetzt so, und da war so eine geile Aufbruchsstimmung so. Song I wrote, you might want to sing it note for note, don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double, don't worry, be happy.
Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Was alle irgendwie schon so ein bisschen ad acta gelegt haben, weil man dann irgendwie so, ja, man wird altmäßig so, weißt du? Und plötzlich sind die ganzen alten Säcke wieder losgegangen. Angefangen mit so kleinen Taggereien bis hin zu riesen Chrome-Pieces, die dann plötzlich und Trains und weiß der Geier was. Und das fand ich, glaube ich, das war das Geilste. So nochmal, weil es auch viel, viel bewusster passiert ist. So das, früher war geil, es war das Feeling. Das waren die Kids, die Scheiße bauen so. Aber mit Anfang 30, bewusst nochmal zu sagen, so, ist mir egal, ich mach's jetzt nochmal. Ich will's nur mal wissen. Ich glaube, das war das Geile. Das war für mich der Moment. Ich meine, es war schon eine coole Crew. Also auch wenn wir irgendwie alle aus verschiedenen Ecken kamen und es war auch so, dass wir so viele so Freundeskreise da zusammenkamen oder viele Leute, die vor allem ich ja kannte, die irgendwie da so zusammengekommen sind aus verschiedenen Ecken der Stadt und so. Und das war schon eine geile Zeit und es war auch irgendwie eine coole Kombi von Leuten und wir hatten eigentlich immer eine gute Zeit, wenn wir zusammen waren. Und ich glaube, die geilsten Momente, an die ich mich erinnere, waren eigentlich immer so, also abgesehen von den Marihuana-Sessions in Tempelhof, war glaube ich, die kurze Zeit, einfach in der Hall abzuhängen, mit den Homies irgendwie eine gute Zeit zu haben, ein paar geile Pieces zu malen. So jetzt rückblickend. Ich meine, damals, glaube ich, war immer so alles, was mit Nervenkitzel zu tun hatte und irgendwie krass war, haben wir am meisten gefeiert. Aber das sind jetzt nicht die Momente, die mir heutzutage noch so großartig in Erinnerung geblieben sind. Also ich glaube, für mich waren mehr so die Momente geil, wo die Crew einfach zusammen war und eine gute Zeit hatte und wake up, jumped out my bed. I'm in a two-man cell with my homie little half dead. Murder was the case that they gave me. Dear God, I wonder, can you save me? I'm only 18, so I'm a young buck. It's a ride, if I don't scrap, I'm getting stuck. But that's the life of a G, I guess. Essays way deep, shame two in the chest. Best run, cause brothers is dropping quicker. Too late, damn, down goes another nigga. Bouncing off the walls, throwing them dogs, getting that rep as a young hog. It ain't nothing like the street life. You better be strapped with your shank, cause ain't no fist fight. So I guess I got to handle mine. Since I did the crime, I got to do my time. Them say they grew up with me, now they got me knowing what you see. I am what they got me, so they need. Little ghetto boy, playing in the ghetto street. What you gonna do when you grow up? Ja, da war ich halt mit Miles unterwegs. Ich denke mal, jeden freien Tag, jede freie Stunde. Ordentlich am Scratchen und am Schmieren. Ich glaube, wir hatten die ganze U1 teilweise voll. Jeden Wagen, jeden Zug. Das hat sich gelohnt, sag ich mal. Ja, bei den Backjumps waren wir Kamikaze. Da haben wir schon so das abgesprochen, dass der eine dann die Türen aufhält, sag ich mal. Und der andere kann von der anderen Seite gut, kann sich viel Zeit lassen. Beim Scratchen haben wir eigentlich ganz gut immer sind wir immer an den Endhaltestellen lang gebummelt und hatten immer leere Züge und brauchten nicht Kamikaze sein. Golden brown, texture like sun, blaze me down, with my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown, with golden brown. Every time, just like the last, on the ship, tied to the mast, two distant lands, takes both my hands,
never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. Erste illegale Piece. Überhaupt das allererste? Das erste illegale Piece. Das weiß ich nicht mehr, wann mein illegales. Das muss auch 1900. Keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, dass es nicht an einer legalen Hall passiert ist. Ich glaube, das war. Muss ich mal nachgucken, was da auf dem Bild steht. Ja, da war ich noch im Elternhaus. Mein erstes illegales Piece war auch 1993. Auf jeden Fall weiß ich sogar noch. Weit draußen in die Bars, Wittenau, da oben. Irgendwo auf der Leyen-Yorkstraße. Im Nirgendwo. Das war bei mir um die Ecke. Und da hat mich dann das erste Mal so eine Wand angelächelt. Im Park. Und zwar war das auf dem Spielplatz vor meinem Haus. Das war ein Baucontainer. Wobei ich da auch, glaube ich, gar nicht selbst gemalt habe, sondern nur so dabei war. Da auf so einer alten Steinmauer, auf so einem Feld. Das war eigentlich so sehr kuschelig gewesen. So. Gab es ein Klohaus. Und das hatte an einem Weg, den ich jeden Tag fünfmal gegangen bin. Das war so eine Treppe, die hat meine Straße mit so einem Marktplatz verbunden. Und das musste man durch den Park, musste ich da immer durch. Da musste jeder durch. Jeder. Da war immer was los. Abends um 8 Uhr mit meinen Dosen runtergegangen, hab das Piece gemalt und bin dann wieder nach Hause gegangen. Da Scharnweber Straße irgendwo da hinten, glaube ich. Das war so ein. In irgendeine Firmenwand. Und da bin ich nachmittags hingegangen. Hab da einfach ein Piece reingemalt. Da konnte man sich dann da abends in dieses Feld reinlegen. Und rechts und links waren Gehwege, wo dann ab und zu mal ein Fahrradfahrer vorbeigefahren ist. Manchmal ist da jemand vorbeigelaufen mit einem Hund und ist Gassi gegangen. Ich weiß noch, dass da 4-5 Leute an mir vorbeimarschiert sind einfach. Und ich dachte so, ich male. So hinterm Busch irgendwie, aber war trotzdem schon nervenkitzelmäßig. Hinter irgendeinem Zaun, keine Ahnung. Und da war so ein bisschen Gebüsch davor und so. Dieses Versteckspiel spielen und dann heimlich die Dosen aus dem Beutel rauskramen und dann da an der Wand ran sprühen. Habe ich, glaube ich, bei 7 Brücken gemalt. Und ja, ich glaube, das war silber-lila, das Bild. Das stand da ewig. Das stand immer. Weil da hat einfach keiner gemalt. Da habe ich noch AG gemalt. JNS habe ich selber gemalt. AG. Ja, Araber gehört. Nein. Juniors, das war meine erste Crew zusammen mit dem Kumpel von mir, mit dem ich angefangen habe. Und ich glaube, damals habe ich noch Ode gemalt oder irgendwie sowas. Agent wurde damals abgeleitet von dem Computerspiel für die PlayStation, Agent Armstrong. Und da hat man sich dann mit den Kollegen so Agent genannt. Es war so ein ganz schnelles, kleines, wie man so kennt auf den Spielplätzen, so ein Piece. Ich glaube, das war das erste. Das ist auf jeden Fall mein erstes Piece gewesen. Ich glaube, das war das erste illegale Piece, was ich ever in meinem Leben gemalt habe. Würde ich den Kids fragen.
raten. Also ich jetzt oder mein junges Ich? Passt auf euch auf. Wenn man es macht, nicht erwischen lassen. Und habt Spaß. Man soll vorsichtig sein, ne? Nicht über Züge rüberklettern, weil Hochspannungsleitungen und so, da gibt es ja auch schon so Geschichten, dass der ein oder andere da irgendwie draufgegangen ist. Also im Endeffekt eigentlich nur vorsichtig sein. Man sollte mal schauen, dass man möglichst versucht, anderen Menschen nicht zu viel zu schaden. Ne? Das ist ja beim Graffiti auch eine relativ dünne Linie. Graffiti geht ja nicht darum, Dinge zu zerstören oder Vandalismus zu betreiben, sondern eigentlich, dass da auch so ein künstlerischer Aspekt irgendwie mit drin ist. Wenn ich zum Beispiel ein Haus habe, würde ich es jetzt, glaube ich, nicht so geil finden, wenn da irgendjemand ein Bombing gegensetzt. Einfach coole Stellen, coole versuchen, guten Style da zu bringen und Spaß haben. Ja. Für mich stand immer im Vordergrund, und das finde ich eigentlich auch wichtig, dieses Buchstaben machen oder sich mit Buchstaben auseinandersetzen, mit dem, was man da zeichnet, irgendwie sich damit zu beschäftigen. Ich mache jetzt so eine Graffiti-AG quasi so. Und der eine kam zu mir an und meinte, er hat sich jetzt ein Edding gekauft und was gemacht. Ja, sich mit Buchstabenformen beschäftigt. Also es hat ja auch was ganz Kreatives. Und es ist ja auch was einen dann irgendwie auf so einer kreativen Denkebene weiterbringt. Ich habe versucht, ihm so ein paar die Grundregeln zu geben. Also vom Style und so sowieso, das haben wir geübt, aber vom Verhalten. Die Kids sollten auf jeden Fall aufpassen, dass sie sich nicht in irgendwie Lebensgefahr bringen, dass wenn sie Aktionen machen, dass sie sich versuchen einzuschätzen. Jetzt nicht immer versuchen, noch verrücktere Sachen zu machen als irgendjemand anderes. Sich darin hochzupushen, sondern dass man seine Grenzen irgendwie kennt oder versucht, seine Grenzen irgendwie einzuschätzen. Ich glaube, 90% der Sachen, die ich damals gemacht habe, würde ich definitiv nicht meinen Kindern empfehlen. Ich habe ihm gesagt, pass auf, geh zur Hall, mal da. Mal nicht illegal, musste ich sagen. Hätte ich auch gesagt, ich meine, hey, der ist 10. So geh nicht illegal, das ist nicht gut. Also meinem Kind würde ich, glaube ich, nicht empfehlen, mit einer Graffiti-Karriere anzufangen. Zumindest nicht mit einer illegalen Bomber-Graffiti-Karriere. Und ich habe ihm gesagt, pass auf, wenn du in einer Hall bist, musst du darauf achten, gleichwertig oder besser zu sein, wenn du irgendwo rübergehst. Und dass man auch weiß, was das vielleicht bedeutet, auch was das für Folgen hat. Geh auf keinen über ein richtiges Piece, sonst kriegst du Ärger. Und zwar nicht nur von dem, der es malt, sondern auch von mir. Und das hat er, glaube ich, verstanden. Also so ein bisschen einfach bewusst zu handeln. Die gehen einfach rüber, die sind voll bekloppt. Kauft euch Sparwa-Dosen, weil Sparwa ist die einzigste Farbe, die der Körper wieder abbauen kann. Und das war so das Wichtigste. Alle anderen Farben sind ungesund und schädigen den Körper. Das machen die Kids heute nicht mehr. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, noch mal jung wäre und dumm wäre, als ich mir überlegt habe, vorhin so, wie unfähig wir eigentlich waren in dem, was wir gemacht haben. Weil wir einfach so krass ziel- und planlos alles, was wir gemacht haben, also 90% der Sachen, nicht alles, aber 90% der Sachen einfach so unfassbar so ziel- und planlos. Und natürlich ging es um Fun haben und irgendwie, keine Ahnung, machen und so, aber ich weiß nicht, wenn ich das heute noch machen würde und mit so ein bisschen mehr Knowledge, die man ja heutzutage hat, ich würde viel strategischer an die Sachen rangehen. Mir wirklich überlegen, so wo bombe ich, was bombe ich, wo sind Kreuzungen, die man machen muss, wie kann ich mein Netz ausweiten, streuen, damit ich möglichst viel. Sowas haben wir damals gar nicht gemacht, ne, dass man überlegt hat, so wo platziere ich Pieces, damit ich eine möglichst große Reichweite auch habe, ne, und möglichst viele Leute erreiche. Ich weiß auch, wir haben, glaube ich, ich habe damals 2 Jahre lang, glaube ich, gescratcht auf der U9, Alter, gefühlte 3 Milliarden Scratches gesetzt, Alter, die ganze Energie, die ich da reingesteckt hätte, in vielleicht ein paar andere geile Pieces oder so, ey, das, also im Nachhinein denkt man auch so, Alter, was warst du bescheuert, Alter. So Tag ein, Tag aus fährst du da die U-Bahn-Linie hoch und runter, Alter, und kratzt da irgendwie in die Fenster rein, was keine Sau interessiert, so. Ja. Effizienter, ich würde effizienter arbeiten auf jeden Fall, definitiv. Lasst es sein, Jungs. Ja, Mädels, sowieso. Laughter,
Ja, mal da sein, wenn ihr euch trefft, ne? Das wäre schon mal ein erster Schritt oder nicht verpeilen irgendwie, wenn ihr euch trefft. Also ich, ne, klar, also ich fände es schon geil irgendwie, wenn es mal dazu kommt in der Zukunft wieder, dass man mal was zusammen macht. Ich würde gerne nochmal reisen. Vielleicht mal einen Urlaub oder sowas. Am geilsten wäre natürlich New York, ist aber Illusion. Weil sowas wäre schon cool, wenn wir mal einen Urlaub fahren, alles zusammen. Irgendwohin verreisen und malen wäre geil. Das fände ich richtig geil so. Wir müssen nur einen Hawker malen. Ey, ihr habt mir einen Fan versprochen, ja? Hawker muss sein. Also, das Coole bei Graffiti ist ja immer, dass man nie weiß, was kommt. Das heißt also, man kann vorher ganz viel planen. Außer einen Hawker malen? Sich alles ausdenken. Nee, also jetzt mal realistisch. Und dann kommt meistens doch alles ganz anders. Upside-Style, auf jeden Fall. Also man muss eigentlich während der Aktion immer bereit sein und wach sein, auch die Sachen zu, ja, umzuändern, Pläne zu ändern, zu switchen irgendwie. Man muss flexibel bleiben die ganze Zeit. Ja, Upside-Style, keine Ahnung. Ah, was Geiles. Irgendwas Geiles noch. Die Nummer mit dem Feuerlöscher. Es gibt ja so andere Pappnasen hier, ne, die irgendwie immer noch total crazy, illegal Actions rocken. Aber will ja mal keiner. Eigentlich ist es immer so, dass ich mich jedes Mal freue, wenn wir wieder eine Aktion zusammen machen. Wir sind ja alle jetzt mittlerweile älter geworden und machen auch nicht mehr so viele Aktionen wie früher. Schön paar Krummen. Ich glaube, so verrückt bin ich nicht mehr. Aber ab und zu ja, kriegen wir das ja dann doch noch hin, eine Aktion zusammen zu machen, und dann sind da so viele Variablen, dass jede Aktion einfach immer anders wird. Und weil ich ewig nichts gemalt habe, ich würde gerne nochmal bomben gehen. So. Ich bereue es echt seit Jahren, dass ich in diesem scheiß Abrisshaus nicht mit dabei war. Ja, irgendwie so ein bisschen Quatsch noch machen, so, aber... Ja. Nochmal die Sau fliegen lassen. Da bin ich nochmal dabei einfach. Ich wollte ja auch hier mit Imago und Norman habe ich auch schon besprochen, wir wollen mal so ein paar Stories machen. Ich freue mich einfach darauf, weiter Aktionen zu machen, und ich freue mich auch darauf, wenn, egal was es für eine Aktion ist, einfach, dass man zusammen was Cooles kreiert. Naja, auf jeden Fall irgendwann das 20-jährige oder den 20. Teil von Ears Christmas muss auf jeden Fall stattfinden, damit man nochmal ein nächstes Jubiläum hat. So. Geiles Hall of Fame-Piece zu malen, finde ich schon cool, auf jeden Fall. Kann ich mir gut vorstellen. Und ja, und dann geht's weiter, ne? 30 Jahre, 40 Jahre, wäre irgendwie lustig, wenn man nochmal so ein paar Jubiläen mit der Crew erleben könnte. Ne? Und dass ich, ob ich jetzt sage, dass wir mit 60 nochmal malen gehen, das würde die Zeit zeigen, so. Aber jetzt... Nahes Ziel ist eigentlich nochmal malen gehen. Ganz relaxed, alles abgecheckt. Da wäre ich nochmal dabei, Alter. Nochmal spüren, dass man lebt, Alter. Ey, egal was in diesem Interview Robert Miles gesagt hat. Das hat auf jeden Fall sofort gepasst. Und ja, wir haben uns auf jeden Fall super verstanden von Anfang an. Waren wir gleich auf einer Wellenlänge, dann war das Feuer entfacht. Ich glaube, er schwindelt, Alter. Ich glaube nämlich, dass er die Geschichte erzählt, dass ich dagegen war, dass er in die Crew reinkommt. Und ohne Scheiß, ich kann mich daran nicht erinnern. Also ganz dunkel erinnere ich mich doch dran. Ich glaube, irgendjemand hatte was ganz krass dagegen. Hat er das gesagt, Alter? Hat er das erzählt? Ich kann mich daran nicht erinnern, Alter. Ich weiß nicht mehr, wer. Ich glaube... Wir wissen alle. Nee, pass auf. Er hat gesagt, dass wir irgendwann mal bei Zürich rumgehangen haben und abgestimmt wurde, wer in die Crew kommt und wer nicht. Auf jeden Fall. Ich glaube, da gab es echt damals so großen Beef, so. Und ob er reinkommt oder nicht. Und er hat gesagt, ich war die ganze Zeit dagegen. Und so richtig hartleibig, so Penner-Style auf Kanzen, kommt er in meine Kugel. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber der Name fängt mit E an und hört mit N auf. Oder auch mit Ethan, das war ja damals mein
Bombingpartner mit Ethan. Das war ja damals mein Bombingpartner. Ich meine, irgendwas klingelt und möglicherweise war ich da so ein bisschen schräg drauf, Alter. Aber wenn er das erzählt, dann behaupte ich, er schwindelt. Im Endeffekt sieht man ja heute, das waren die richtigen Entscheidungen. Die Jungs sind immer noch in der Crew. Die Jungs sind immer noch am Start. Weitaus mehr als einer der Gründerväter. Representen sie immer noch ESC to the fullest, was geil ist und so. Und deswegen war das damals die richtige Entscheidung. Und gut, dass sich die Vernünftigen in der Crew durchgesetzt haben gegen die Hitzköpfe. Robert, meinst du, bist Pinocchio? Hör auf damit. Jetzt mal im Ernst. So, Mann. 20 Jahre ESC. I love it. Ich liebe es, Bruders. Das war's. Ich hab euch lieb. Ihr seid einfach die Besten. Vielen. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Jungs, mit euch, wunderbare Zeit gewesen. Gewesen? Und immer noch. Und was noch? Das war's dann. Bleib dabei, Alter. Ich hab's eben gesagt, ich will's nicht sagen. Ich sag's trotzdem, ich will noch ein paar, 10 Jahre noch malen oder so. Aber die kriegen jetzt alle Kinder, so, ne? Das ist irgendwie jetzt so die Zeit, wo es an der Zeit ist, offenbar. Und das, dann wird's wahrscheinlich schwerer. Aber lass uns trotzdem weitermachen. Und wir müssen auch öfter mal zeichnen. Und wir wollten auch mal so, wenn im Winter, wenn wir nicht rausgehen, müssen wir mal so Blackbook-Sessions machen und sowas. Und wir müssen uns öfter sehen. Einfach so zum Chillen. Bilder angucken und so. Ist geil. Das würde ich sagen. Lass uns öfter chillen. War mir ein Fest mit euch. Bis dato. Ich hoffe, wir sehen uns mal bald wieder. Und sonst kann ich einfach nur sagen, nicht die Finger schmutzig machen und wenn, dann mit runterfahren. Peace. Ja, ich denke mal, wenn ich jetzt mal so ein bisschen nach vorne gucke, sitzen jetzt alle vorm Computer und gucken sich das jetzt alle an, dann grüße ich jetzt mal alle auf jeden Fall ganz lieb und ich sage, es war eine schöne Zeit und mal sehen, was uns alles noch so Schönes erwartet. Peace out. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. And special thanks an meine Mama. Ciao.
broken glass everywhere. People pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back. Junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breezes blow. A crazy lady living in a bag, eating out of garbage pails, used to be a fag hag. Such a dance to tango, skipped the life and dango. A zircon princess seemed to lost her senses. Down at the peep show, watching all the creeps, so she can tell her stories to the girls back home. She went to the city and got so did it. She had to get a pimp, she couldn't make it on her own. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.